Ja, Clemens Trimmel, das hat leider nicht geklappt, vorerst mit dem Aufstieg ins Viertelfinale. Woran hat es aus deiner Sicht gelegen? Ja, es war ein extrem enges Doppel, es hat viele Ups und Downs gegeben, waren vielleicht in den entscheidenden Momenten ein bisschen zu passiv. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn wir aktiv sind, können wir die Punkte diktieren und sind dann auch das bessere Team. Es ist uns nicht immer gelungen, dieses Davis Cup. Es waren enge 5 Sätze, wir waren direkt vor 5. Es war knapp dran, oder wir waren knapp dran, aber nichtsdestotrotz, wir führen 2-1, am Sonntag geht es weiter. Und ich bin da auch sehr positiv. Mhm. Du hast schon gemeint, dann, oder gesagt, dein Job wird es jetzt vor allem sein, das Team aufzurichten. Wie soll das geschehen? Na, natürlich ist das mein Job. Das ganze Team ist jetzt einmal traurig und das ist auch gut so, das ist der Sport. Die sollen jetzt auch einmal unter Anführungszeichen kurz trauern und dann gibt es relativ bald wieder den Fokus für morgen zu bekommen. Und die Singlespieler waren heute nicht am Platz, die haben mitgefiebert. Die sind jetzt zumindest körperlich nicht müde. Und die gilt es eigentlich wieder zu fokussieren in Richtung morgen. Natürlich war es knapp, wir waren kurz davor, wir haben schon geschnuppert, aber wir holen uns das hoffentlich morgen und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Inwiefern hat der mögliche Aufstellungspoker bei den Russen Auswirkungen? Ist man da auf alles eingestellt? Ist das egal, mehr oder weniger? Das hat insofern keine Auswirkungen, weil wir haben unsere 2 Singlespieler. Wir sind auf alle Spieler des russischen Teams vorbereitet. Wir waren am Freitag überrascht, was die Aufstellung mit Kunitzin betrifft. Und dementsprechend, wir warten eine Stunde vor der Auslosung, muss man das bekannt geben und dann werden wir sehen, wer spielt und wir nehmen, wie es kommt. Dein Tipp für morgen? Österreich gewinnt auf jeden Fall. Okay, danke dir.